Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Geschöpfe aus seiner unermesslichen Weisheit heraus erschaffen. Nichts in der Erschaffung wurde dem Zufall überlassen. Den Himmel und die Erde, die Planeten und deren Umlaufbahn, andere Geschöpfe wie die Tiere, die Engel und die Dschinn. Alles wurde im Einklang und mit einer Gesetzmäßigkeit erschaffen. Die beste Kreation in der Geschichte der Schöpfung ist der Mensch, der als letztes erschaffen wurde. Abu Musa al-As'ari überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah erschuf Adam aus einer Handvoll, die er aus allen Erden sammeln ließ, sodass die Menschen verschieden wie die Erde erschienen. Unter ihnen gibt es den Weißen, den Roten und den Schwarzen und die Gestalten dazwischen, sowohl den Weichen als auch den Harten und die Charaktere dazwischen, sowie den Bösen, den Guten und die Charaktere dazwischen. Wir kennen die Geschichte, wie Adam a.s. eine bestimmte Zeit als fauler Ton dort stand, ohne Seele, ohne ein Hauch von Leben. Wenn wir etwas aus Erde machen, so lassen wir es eine Zeit lang stehen, bis es sich verfestigt und reift. Erst dann wird es weiterverarbeitet. Nicht anders war es bei Adam a.s. Es war ein Freitag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Stammvater aller Menschen erschuf. Der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. Es ist der Tag, an dem Adam erschaffen wurde. Es ist der Tag, an dem Adam die himmlischen Gärten betrat. Der Tag, an dem er daraus vertrieben wurde. Und auch der Tag, an dem er starb. Freitag ist der Tag, an dem der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Die Gelehrten diskutierten darüber, warum für Freitag der Begriff Yawm al-Jum'ah verwendet wird und welche Verbindung es mit der Erschaffung Adams zu tun hat. An diesem Tag vollendete Allah subhanahu wa ta'ala die Erschaffung des Menschen. Die Gelehrten sagen und kamen zu dem Entschluss, dass Allah subhanahu wa ta'ala an jenem Tag Adam alaihi salam die Seele einhauchte. Er brachte einen leblosen Ton in Gestalt eines Menschen mit der Seele zusammen. So vervollkommnete Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Allmacht Adam alaihi salam. Jum'ah kommt von dem Wortstamm Jam, was so viel bedeutet wie etwas zusammenbringen. Und beim Freitagsgebet kommen die Muslime in der Moschee zusammen. Sie vereinen sich in der Moschee zu einer Gemeinschaft. Und subhanallah, wenn wir den Freitag genauer betrachten, so sehen wir, dass dieser Tag viele Sünnehandlungen beinhaltet. Der Muslim kann sehr viele gute Taten vollziehen. An diesem Tag kommen sehr viele gute Handlungen zusammen, die ausschließlich an diesem Tag vollzogen werden können. Wir vollziehen den Ghusl und ziehen unsere beste Kleidung an. Wir parfümieren uns, wir rezitieren die Sura Al-Kahf, sprechen die Segenswünsche auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, gehen früh in die Masjid, hören uns die Khutbah an, beten das Jum'ah-Gebet in der Gemeinschaft, machen Dhikr. Und die Dua wird von Allah subhanahu wa ta'ala an jenem Tag akzeptiert. Die kleinen Sünden von einem Freitag zum nächsten werden vergeben. An keinem anderen Tag in der Woche kommen so viele gute Handlungen zusammen wie am Freitag. Es ist erstaunlich, wie viele schöne und gesegnete Handlungen der Muslim an diesem Tag umsetzen kann. Seine Sünden werden getilgt und die Dua wird akzeptiert. Abu Lubaba ibn Abd al-Mundir überlieferte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Tag des Jum'ahs ist der beste der Tage und der größte von ihnen im Angesicht Allahs. Denn bei ihm ist er größer als der Tag des Eid al-Fitr und der Tag des Eid al-Adha. Er hat 5 Merkmale. An diesem Tag hat Allah Adam erschaffen. An diesem Tag sandte er Adam hinab auf die Erde. An diesem Tag ließ Allah Adam sterben. An diesem Tag gibt es eine Zeit, während jedem Muslim, der im Gebet vor Allah steht und ihm um etwas Gutes bittet, ihm seine Bitte gewährt wird, solange er um nichts Verbotenes bittet. Und an diesem Tag wird die Stunde anfangen. Es gibt keinen Engel, der nahe zu Allah steht. Keinen Himmel, keine Erde, keinen Wind, keinen Berg und kein See, der nicht den Freitag fürchtet. Nicht nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Freitag für die Muslime gesegnet hat. Allah subhanahu wa ta'ala krönt an diesem Tag noch eine andere Vollendung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala vollendete an einem Freitag diesen edlen Dien. Damit hat er endgültig seine Botschaft vollkommen an die Kinder Adams herangebracht. Sie wurde vollendet. Genauso wie es einst mit dem Menschen anfing, so wird es auch unweigerlich enden. Einst aus Ton,
am Ende mit der Erde wieder verbunden.